Herzlich willkommen bei Denk Elektrisch, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Oliver Denk, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens, bei dem du ein Tesla Model S mieten kannst. Und heute ist mal wieder der Erik mit dabei. Hallo. Hallo, hallo. Und ja, das letzte Mal war es noch nicht spruchreif, aber der Erik hat im Prinzip ein Unternehmen gegründet und das würde er gerne mal jetzt mit vorstellen. So gesehen der zweite Tesla-Pitch. Und ja, Erik, dann gerne leg mal los und erzähl mal, was du denn so machst. Gerne. Danke für den Tesla-Pitch. Bitte. Ich habe mein Unternehmen gegründet und zwar heißt das Inprodukt. Mein Unternehmen stellt individuelle Produkte her für den Kunden oder auch Standardprodukte mittels additiver Fertigung. Unter der additiven Fertigung versteht man handelsüblich das 3D-Druckverfahren. Das heißt also, man hat eine Bauplattform, auf der man dann das Material schichtweise aufträgt. Ja. Also nicht wie bei einem Fräsverfahren, wo man ein Material Klotz hat, einen Aluminiumwürfel zum Beispiel, aus dem man dann halt einen Kreis fräst oder was auch immer. Genau. Ja, dadurch weniger Materialverlust, weil ja nur Stützmaterial im Höchstfall verwendet werden muss. Ja. Und wir bieten halt dem Kunde an, ganz individuelle Produkte von einer Idee, die in seinem Kopf ist, von einer Papierskizze oder auch von einem digital bereits vorhandenen Modell umzusetzen. Das heißt, also mit den 3D-Druckverfahren zu realisieren, gegebenenfalls nachzubearbeiten, was der Kunde möchte. Und letzten Endes sind da Gott sei Dank dem Ganzen keine Grenzen gesetzt, da man sehr komplex arbeiten kann in einem Bauteil selber drin. Okay. Ja, und neben den individuellen Produkten ist es auch so, dass ich weiterhin Standardprodukte anbiete, auch weiterhin entwickle. Und eines davon habe ich bereits im Umlauf. Es gibt auch bereits schon erste Kunden, die das gekauft haben. Und das ist der sogenannte German Shelf Butler, möchte ich ihn mal nennen. Genau, ja. Und du hast mir hier auch einen mitgebracht, also Shelf Butler im Prinzip für die es im Englischen nicht kennen, der Hutablagenhalter, kann man sagen. Ja, Hutablagenlifter. Hutablagenlifter, genau, ist besser gesagt. Genau, und zwar hat er mir hier schon einen mitgebracht, speziell für Denk Elektrisch konfiguriert. Das ist jetzt das obere Teil mit der entsprechenden Schnur und das untere Teil hier mit Tesla-Logo und im typischen Tesla-Rot. Und ja, das werden wir dann gleich mal bei mir installieren. Dann kann der Erik mal zeigen, wie die Sache funktioniert. Das werden wir gerne machen. Danke. Genau. Und wenn man bei dir jetzt was bestellen will, wie kann man dich denn erreichen? Oder wie funktioniert das denn? Na, zum einen über die Homepage www.in-produkt.de. Okay. Oder aber speziell jetzt für die Tesla-Freunde oder Tesla-Fahrer, je nachdem, habe ich auch noch eine Kooperation aufgebaut mit dem Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum. Okay. Das heißt also, im Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum gibt es in dem Marktplatzbereich ein Thema für den German Shelf Butler und in Zukunft auch noch für weitere Produkte, wie zum Beispiel Kleiderhaken ist gerade in der Entwicklung, beziehungsweise ist gerade sogar im Test bei mir als solches. Okay. Und das Besondere daran mit der Kooperation mit dem Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum ist es so, dass mindestens 1 Euro oder mehr, je nachdem, als Spende an das Forum geht, sprich um das zu unterstützen, um das am Laufen zu halten, also die Infrastrukturkosten damit ein Stück weit zu tragen, um dessen Angebot auch damit entsprechend zu würdigen. Okay, sehr schön. Ja, also die Links gibt es unten nochmal mit in der Beschreibung und darüber könnt ihr alles mitfinden und euch beim Erik entsprechend mitmelden, falls ihr Anfragen habt. Genau. Jederzeit möglich, genau. Na, wunderbar. Dann schauen wir mal raus. Okay. So, wir haben jetzt schon das erste Teil hier installiert. Was haben wir dann gemacht? Genau, also wir haben mit einem Montagekeil die Verkleidung hier hinten dran. Mit dem Montagekeil sind wir rein, haben die etwas nach unten gezogen, sodass wir dann den oberen Halter, der ja wie ein kleines C geformt ist oder wie ein kleines U im Prinzip, so wie der untere Halter, nur dass einer der beiden Schenkel kürzer ist, hier oben einhängen konnten. Die Position kann man hier leicht verschieben, je nachdem welche Stellung man möchte. Und jetzt wird der entsprechend untere Halter montiert. Und dazu, ich gehe mal auf die andere Seite, dazu entsprechend
den unteren Teil der Konstruktion mitsamt der Schnur nehmen, einhängen und jetzt heißt es feine Bestimmung durchführen, sprich, okay, das ist schon mal zu knapp, da müssen wir dran arbeiten. So, das Ganze sehe dann so aus. Okay. Was man jetzt noch tun sollte, ist einmal die Heckklappe schließen und öffnen, damit dann nach Möglichkeit natürlich der Schnur, die hier runterläuft, die Nylonschnur, nicht in der Gummidichtung läuft. Mhm. Achtung, das sehe dann so aus. Einmal und geht zu. Sauber vorbei. Und wenn man das Ganze hochnimmt, geht dann der Schelfportler nach oben. Genau, also wie man hier sieht, so in etwa Winkel von 70 Grad ja. ist einzustellen. Ja. Wenn es mehr wird, also sprich, wenn man hier auf 90 Grad geht, dann kann es passieren, dass es den aushebelt. Ja, okay. Dafür gibt es allerdings auch schon eine Lösung, da einige meiner bisherigen Kunden wollten, dass man ihn auch weiter hochzieht, beziehungsweise es hier leichte Toleranzen gibt, wird es hier noch eine Lösung geben mit einer Schraube unten dran, sodass das auch am Ende kein Problem mehr ist. Sehr schön. Genau. Also an sich auch sehr leicht zu installieren, oder? So ja, weit. Also Montage in unter 2 Minuten, wenn überhaupt 2 Minuten, wenn überhaupt 1 Minute, je nach Fahrzeug und dann halt kurz ausprobieren. Wenn man nun möchte, dass die Hutablage rausgeht, muss man selbstverständlich nicht den oberen Halter abmachen, sondern einfach hier diesen Schnellverschluss lösen. Das kann ja dranbleiben und dann könnte die Hutablage wie gewohnt rausgenommen werden. Das also hier kann dranbleiben, kann aber auch abgemacht werden. Oder entsprechend, wenn ich es wieder zusammengebaut bekomme, einbauen und dann wieder der Vorteil eben, wenn man es dran lässt, an Ort und Stelle. Na? An Ort und Stelle verbinden. Und fertig. Wunderbar. Das ist es. Sehr schön. Dann. Danke, Erik, auf jeden Fall für diesen Shelf Butler. Gern geschehen. Und ja, wer Interesse hat, einfach bei Erik melden. So ist es. In Product. Mein Tesla ist jetzt also geliftet und ich bin zufrieden auf jeden Fall. Sehr schönes Produkt. Und wem das Video gefallen hat, der lässt mir natürlich gern einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, schaut beim nächsten Video rein. Nutzt gern meinen Empfehlungslink oder auch den Empfehlungslink vom Erik. Entsprechend findet ihr auch im Tesla Freunde und Fahrer Forum. Ja. Schaut da auch gern mal mit rein. Und ja, bis zum nächsten Video. Denkt elektrisch. Danke, Erik. Ciao.